Willkommen zurück zum Gamers Podcast mit eurem Gastgeber Adam. Im letzten Teil haben wir das Thema Liebe besprochen und jetzt möchte ich gerne mal ein anderes Thema ansprechen, um mal ein bisschen von den Gefühlen wegzukommen. Und zwar ein Thema, was auch meinen Kanal betrifft, und zwar das Thema Pokémon. Wie ihr ja seht, spiele ich regelmäßig Pokémon. Also ich habe ja jetzt 2-3 Let's Plays mit Pokémon, die jetzt auch kommen und werden noch viel mehr folgen. Und das liegt einfach daran, dass ich ein unglaublicher Pokémon-Fan bin. Ich meine, Pokémon ist wirklich eine wunderschöne Sache. Ich spiele es unglaublich gern. Und besonders haben mir diese Challenges wie Solink, Nuzlocke, Redlocke einfach noch eine Möglichkeit gegeben, diese Pokémon-Spieler nochmal neu zu entdecken. Weil ich glaube, das kann jeder von uns nachempfinden, wenn wir ein Spiel spielen. Und irgendwann haben wir so oft gespielt, dass uns einfach die Lust fehlt, weil wir wissen, was passiert. Wir wissen, was für Pokémon als nächstes... Was sind das hier für Geräusche? Was für Pokémon als nächstes auf uns warten? Und diese Challenges sind einfach eine Form, die nicht nur herausfordernd sind, sondern auch manchmal auch echt spaßige Sachen bei sich beitragen. So, aber Pokémon, wie bin ich zu Pokémon gekommen? Nur Pokémon habe ich das erste Mal natürlich im Fernsehen kennengelernt, ne? Mit Ash Ketchum, damals auf seiner ersten Reise. Und als das frisch draußen war, natürlich waren ich und meine Freunde voll die Fans davon. Wir waren sogar gemeinsam im ersten Pokémon-Film gewesen, der damals anlief. Jedenfalls waren wir natürlich alle riesigen Fans und dann kam ja auch kurz darauf, haben wir das Gameboy-Spiel entdeckt, Pokémon Rot und Blau. Und natürlich haben wir das auch geholt und haben getauscht und haben gekämpft und das waren noch Zeiten. Und ja, man hat sich natürlich auch die Anime-Serie noch weiter angeguckt, wo man damals schon, das muss ich ja sagen, damals als Elfjähriger, wo ich dann sagte so, ich bin ja heute 13, wo ich dann damals schon sagte, dachte so, warum entwickelt Ash seine Pokémon nicht weiter? Das habe ich nie kapiert, nie verstanden. Weil das Pokémon-Spiel geht ja eigentlich darum, dass man seine Pokémon trainiert, sie stärker werden und auch sich entwickeln. Und er rannte da die ganze Zeit mit einem fast komplett unterentwickelten Team herum und dann sogar in so Wettbewerben wie die Pokémon-Liga-Teil, wo ich dachte so, ja, ist klar. Da würde ich mit einem Bisasam oder so voll weit kommen. Und dann natürlich, ja, das war wieder was anderes als das Spiel natürlich. Das ist alles so zufallsgeneriert. Wie ist das Pokémon wirklich? Aber wenn man der Logik folgen sollte, müssten die Pokémon ja entwickelt stärker sein als das, sagen wir mal, das Bisasam. Was natürlich nicht für die, sagen wir mal, Steinentwicklung gilt. Weil das fand ich mit Major Bob sehr interessant damals, dass sein Raichu langsamer und auch nicht so beweglich war wie Pikachu. Einfach weil Major Bob, als das er gerade gekriegt hat, erfährt man ja im Anime auch, als er das Pokémon gekriegt hat, also dass er sein Pikachu gekriegt hat, hat er es ja sofort zu Raichu entwickelt. Und das ist auch so im Spiel selbst, wenn man das mal so nachdenkt. Wenn wir zum Beispiel ein Pikachu fangen, sagen wir mal, wir fangen. Was soll ich mit Eelgras? Hallo? Wenn wir einen Pikachu fangen und sagen wir jetzt mal in Pokémon X und Y, dann gibt es ja Pikachu im Wald, im Novaria-Wald. Da ist das ja gerade mal so Level 4 und da kann es gerade mal... Ja? Da kann es ja, glaube ich, gerade mal Heuler und... Donnerschock? Ja. Und wenn man dann sofort dieses Pikachu noch dann entwickelt mit dem Donnerstein, dann kann man sich ja denken, was für Attacken das hat, wenn man keine TMs benutzt. Oder halt zum Tutor geht, zum Move-Tutor. Und deswegen, aber allgemein ist Pokémon immer noch ein großer Teil meines Lebens. Aber irgendwann kommen immer diese Abschnitte, wo ich dann keine Lust mehr drauf habe. Das war zum Beispiel bei Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir der Fall. Nach einem Jahr. Da habe ich dann genug Competitive-Pokémon gehabt, habe ein paar Online-Spiele gemacht. Und habe mir dann irgendwann gedacht, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann kam dann zum Glück Pokémon Sonne und Mond raus. Und ich denke mal, das ist wirklich eine Sache, die irgendwann jeden, glaube ich, betrifft, außer die richtigen Hardcore-Fans. Die beneide ich dann aber in dem Punkt, muss ich wirklich sagen. Das nicht noch so, was ich mir eigentlich wünsche, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, sondern ich glaube, dass das so, da sind viele Fans bei, die sich das wünschen. Und zwar ein Pokémon-Spiel, wirklich ein Pokémon-Spiel, wo du in sämtliche Regionen wandern könntest.
Also, dass du wirklich erst in deiner Startregion anfängst und dann wirklich die anderen Regionen läufst, die Arena-Leiter machst und dann die Pokémon liegen. Und dann wirst du, keine Ahnung, der legendäre Trainer oder was dann. Das wäre doch mal auch sehr interessant. Leider scheint das nicht, ja, nicht umsetzbar. Also viele Fans haben da ja natürlich schon drüber diskutiert. Und dafür, dass das Pokémon Level 100 sein kann, müsste man jede Region, weiß nicht, bis Level 10 jetzt mittlerweile durch haben. Deswegen wäre es ja auch vielleicht auch eine Wahl, die Pokémon Level auf 200 hoch zu pushen. So hätte man viel Spielraum. Und da könnte man auch sowas herstellen. Allerdings habe ich dann natürlich die Sorge, dass erstmal die Story total lahm wird, also langweilig wird, weil man muss ja massig produzieren, so Arena-Leiter, Pokémon etc. Aber ich weiß nicht, also es wäre mal interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben wir ja gerade Pokémon Sonne und Mond draußen. Und da ist die Frage jetzt eigentlich, wenn man jetzt Remakes nachguckt, wären jetzt Pokémon Diamant und Perl an der Reihe, als Remake wieder rauszukommen. Doch durch Pokémon Sonne und Mond, wo ja auch so viel auf Kanto gepocht wurde, ist natürlich jetzt die Frage, kommt jetzt vielleicht sogar erst wieder noch ein Kanto-Remake? Ich bin ganz offen ehrlich, ich würde das Remake von Pokémon Perl und Diamant vorziehen, weil ich finde, und das ist jetzt ungelogen, es ist die härteste Generation. Also wirklich, es ist die... Ja, ich würde sogar sagen, die vierte Generation ist die härteste Generation von Trainern und Level. Dann kommt für mich jetzt wirklich Pokémon Sonne und Mond. Wenn du nicht den EP-Teil an hast, Pokémon Sonne und Mond, dann war zumindest ich war 10 Level unter den Level der Top 4. Und das ist auch schon echt Hammer. Und das ist auch meistens echt fordernd. Ja, ich würde mal sagen, die einfachste Generation, und das auch nur dank des EP-Teilers, obwohl ich ja sagen muss, dass ich das auch ohne EP-Teiler so sehe, ist die sechste Generation, also XY, Oras und ja. Das war für mich einfach die einfachste Generation. Aber auch wirklich nur, weil die Level irgendwann mal so unterirdisch waren und man natürlich den EP-Teiler genutzt hat. Und wie gesagt, auch ohne EP-Teiler war man irgendwann so, was sag ich, stark und gut, dass ja, es nicht mehr wirklich auffiel. Und deswegen, wie gesagt, wünsche ich mir eigentlich sehr eine Generation jetzt. Ein Generationsremake von Diamant und Perl. So, mal kurz hier scannen. Ja. Wie sieht das mit euch aus? Was war denn eure liebste Generation? Was fasziniert euch so an Pokémon? Und wovon wünscht ihr euch ein Remake oder beziehungsweise was für ein Pokémon-Spiel wünscht ihr euch? Erzählt mir das doch mal einfach unten in die Kommentare. Lasst uns in der Runde diskutieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gamers Podcast. Danke fürs Zuhören und immer dran denken, Däumchen. Und roten Button crawlen. Ciao!